hat die Milch fallen lassen. Du musst sie doch besser festhalten. Also, so wie sie aussieht, war die nicht mehr haltbar. Was geht ab, Raffaelos Reyes? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Liebe Freunde, ich habe heute eine Challenge vorbereitet, die es in sich hat. Aha. Und zwar, ich habe ja leider sonst keine Ziele im Leben, deswegen habe ich mir jetzt einfach eins gekauft. Und zwar das hier. Das ist einfach so ein Gerät, was Sachen zum Fliegen bringt. Und das Geile ist, die Dinger kann man dann wegballern. Geil. Genau das werden wir heute machen, natürlich verpackt in einer umfangreichen Challenge. Wir spielen das Ganze natürlich nicht so Larifari, sondern jetzt ist wirklich Schuss mit lustig. Wir haben richtig geile Preise. Auf den fliegenden Bällen werde ich nämlich jetzt gleich noch Sachen beschriften. Und wenn man Glück hat, kann man heute richtig fett abräumen bei diesem Video. Wir werden nämlich eine Shopping-Schieß-Challenge machen. Bevor ich euch aber jetzt genaueres darüber erzähle, würde ich sagen, packen wir das gute Ding erstmal aus. Das Ganze heißt Electronic Arcade Overshot. Und das erinnert mich ultra an die Zeit, wo ich früher als Kind immer auf die Kirmes gegangen bin. Da gab es nämlich immer so Schießstände. Ich habe das geliebt wie sonst was. Der ultimate Targets Hooting Challenge. Bei diesem Zielschussspiel versucht jeder Spieler, die meisten Ziele zu treffen. Allerdings sind das keine normalen Zielscheiben. Ja, das war's. Das hier sind unsere Furzdrüsen. Die müssen wir jetzt hier oben drauf schnüren. Zack, 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 zack. Piu! Sag mal, was ist denn jetzt dein Problem, Junge? Da sind zu leere Kästchen drin. Die leeren Kästchen sind deswegen, da bei der Batterien reingehören. Ich glaube, es wären alle Inklusivprodukte. Ich habe jetzt nicht Ewigkeit, jetzt musst du wieder los beim Batterien kaufen, oder was? So wie du mich anstresst, brauche ich keine Batterien, weil ich jetzt sowieso unter Strom stehe. Ey, Raphael, so funktioniert das hier nicht. Hallo, stopp! So, dein Gerät ist fertig. Ich bin mega gespannt, wie das jetzt gleich abgehen wird. 3, 2, 1. Hä? Wie krass sieht das denn aus? Was ist das für ein Future-Shit, Mann? Es funktioniert schon mal. Das ist eine extreme Seltenheit beim Raycox-Video, dass überhaupt was funktioniert. In der ersten Runde spielen wir um Zeit und zwar doppelt gemoppelt. Zum einen haben wir nur 2 Minuten Zeit in der Runde und gleichzeitig schießen wir uns die Zeit. Klingt komisch, ist es auch. Wir können nämlich da uns die Zeit sichern für unsere Shopping-Runde. Das heißt, wir haben hier Sekunden auf den Bällen. Zum Beispiel 60 Sekunden, 45 Sekunden, 120 Sekunden und so weiter und so fort. Je mehr Zeit wir uns in diesem Zeitfenster schießen, desto länger können wir dann eben einen Shopping-Ausraster haben. Und wenn die 2 Minuten von dieser Runde abgelaufen sind und wir dann unser Sekundenkonto aufgefüllt haben, geht es direkt in die zweite Runde. In der zweiten Runde spielen wir um die Marken, die wir shoppen dürfen. Das heißt, da suchen wir uns unseren, oder aussuchen ist ganz gut, da versuchen wir auf jeden Fall unseren Lieblingsshop rauszusuchen, auf dem wir dann eben die gegebene Zeit shoppen dürfen. Hier zum Beispiel hier Louis Vuitton, Toys R Us, Aldi, Apple und Kick. Ihr merkt schon, das Potenzial ist ziemlich hoch, dass das Ding hier eskalieren wird, weil gerade ist ja das iPhone 12 rausgekommen und ich glaube, beide von uns würden sehr, sehr gerne dieses neue iPhone haben. Diese Bälle sind viel, viel kleiner als die Bälle von der ersten Runde. Das heißt, logischerweise auch viel, viel schwerer zu treffen. Ich bin gespannt, ob wir überhaupt irgendeinen Shop treffen. Es ist Zeit, jetzt endlich loszuballern. Schön, schon, schon, wer anfängt. Tiefler Flu. Nein! So, Kamera läuft, Junge. Bist du warm? Wir starten in 3, 2, 1, go! Jetzt bin ich aber alles gesehen, Freunde. Ich bin die 120. Nein! Knapp, komm, der war aber knapp. Das war richtig knapp, Mann. Du musst ein bisschen schneller nachladen, wenn das was werden soll hier. Oh Mann, immer ganz knapp, 120 vorbei. Aber die Richtung, die stimmt schon mal. Komm, hau auf. Oh, das gibt's doch nicht, Mann. Schneller, nicht aufregen, Mann. 37, ja, weiter. Eieieiei, da sind immer noch alle stabil in der Luft. Oh Mann! Bist du auf, Mann, ab, hast du jetzt schon keine Munition mehr? 1,23. Okay. Oh oh. Ey, das ist das wird dünn. Komm! Oh, ich hab wieder die fliegen Zeit. Alle vorbei. Eins, ob. Wo sind die ganzen Pfeile? Halbzeit, by the way. 58 Sekunden. Schnell, schnell, schnell. Hau hoch. Ich will noch den länger ziehen zur Not. Oh, gibt's doch nicht. 44 Sekunden noch, Freunde. Wie kann das ein Kinderspiel sein? Oh, 120. 120. Das war die 120. Okay, okay. No. 23 Sekunden noch. No. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, vorbei. 120 solide. Alter, ich kann nicht mehr. Das Ding ist, das Tier bewegt sich halt die ganze Zeit. Ich hatte richtig Schiss, ich habe Angstschweiß auf der Stirn, weil ich dachte, ich gehe mit 0 Sekunden raus. Und stell dir vor, ich hätte dann irgendwie Apple oder Louis Vuitton geschossen. Gott. Geil, ich hab 0 Sekunden bei Apple shoppen. Second Round, diesmal mit dem Florian.
gucken. Ich glaube, ich bin vorne. Aber mit einem Schuss mehr, dann könntest du jetzt aufholen. Nein! Ja, schon ganz. Zwei, eins. Ja, ich habe noch gelaufen. Dein Ernst? Bis in der allerletzten Sekunde. Ich habe mehr Minuten. Ja, ich habe 90 und 60 auf 150 Sekunden. Boah, ich war mir so siegessicher mit meiner 120. Willkommen zum Grande Finale. Die Frikadelle hier muss ich umholzen. Freunde, jetzt geht's um den Apfel. Das Ding ist, jetzt kann ich schon mal ein bisschen einen niedrigeren Puls an die Sache rangehen, weil ich keinen Zeitdruck habe. Ja. Erster Schuss und erster Apfel. Kriegt da jemand Angst? Einen Schuss habe ich schon vermasselt. Ich habe jetzt noch vier Schüsse. Ja. Das kann doch nicht so schwer sein. Ist weiter vor. Nein! Oh, entweder Mitte Apfel oder eins weiter daneben, Louis Vuitton. Ja, oder eben gar nichts. Der muss sitzen jetzt, ne? Wenn ich so eine Luft allein, das ist ein bisschen falsch verstanden. Das soll schon noch mal durch. Ach, hallo? Ja. Oh, einer! Laberkeit! Erwin! Was ist das für ein Ding? Du bist schon mal verarscht, Anna. Ich hab sogar Apple getroffen. Was? Das ist nicht dein Ernst, Junge. Was ist das für ein Ding? Das heißt, ich darf 120 Sekunden auf Apple shoppen. Okay, bist du bereit? Weil den Schuss hast du. Komm, was es wolle. Ich hau jetzt noch mehr auf den Putz. 3, 2, 1. Oh, der war knapp. Maschallah. Zweiter Schuss. Alle guten Dinge sind drei. Die gönn dir. Oh, oh. Also zwei Schuss hast du jetzt noch. Ella, bist das hier? Willst du mir Glück geben? Oh. Oh, oh. Was war das? Was war das? Was war das? Ich weiß nicht, was war das? Nein, das ist vor allem. Deine 150 Sekunden auf Aldi hart, Alter. Du kannst eine Jahresration Klopapier kaufen, Digi. Wir sind ja versammelt. 3, 2, 1, go! Okay. Apple. Apple.com. Mac, iPad, iPhone. iPhone. Ja, ich gehe. Wie lange wir jetzt gerade schon brauchen? Hey, so lässt es nicht. Warte mal, Moment mal. Gleich sind 30 Sekunden vorbei, Leute. Dieser Schritt ist ein Sprung. Digi, ein Sprung in meine Tasche. Bro, ich will das Handy haben. Nicht so. Eine Minute, 10 Sekunden habe ich noch. 46 Euro kostet der Bums nur. Na, im Monat. Pazifikblau, Silber, Gold. Nee, ich mach Grafik. 45 Sekunden noch. Ja, wenn dann schon hier das Ganze. Nein, so viel Spaß. Ach, Grafik zum Eintauschen. Nee, genau. Dein iPhone eintauschen. Hallo, ich will das haben. Okay, warte, was muss ich jetzt hier noch auswählen? 30 Sekunden. Vollständig bezahlen. Weiter, was? 1600 Euro. Apple Care nehmen wir auch noch. Hinzufügen. 1780 hinzufügen. 20 Sekunden. Es ist drin. Es ist drin. 15 Sekunden. Okay, warte, ich will iPhone 11 kaufen. 10. Kaufen. Warte. Komm schon, Kumpel. Space drauf. 64 Gigabyte. 3, 2, 2, 1. Mit Gravur. Los, vorbei, start aus. Oh, ich dachte, du haust es auch noch rein. Ich hätte beinahe noch ein personalisiertes iPad Air gehabt. Ab 50,72 Euro pro Monat oder 1200 Euro. Du hast auch komplett bezahlen gekriegt. Auch in Kasso habe ich gewählt. Ich habe auch noch ein Lighting-Kabel. Mensch, ist der richtige Schnäppchen. Ich habe eine Idee, Freunde. Ich verrate es euch noch nicht, was das flippt der Herr neben mir aus. Auf die Plätze, fertig, los! Die Zeit läuft! Aldi Süd, Freunde. Oh, ein Weihnachtsspecial. Ich habe gerade gesagt, ich will einfach ein iPhone kaufen. Es gibt ein iPhone bei Aldi! Was ist denn jetzt ein iPhone bei Aldi? Sein Mann kann ein iPhone bei Aldi kaufen. Wunderbar. Warte, weiter starten. Als ob du jetzt schon ein iPhone bekommen hast. Ich brauche einen neuen Rasenmäher. Eine Mischkreissäge. Voll. Was liete ich denn? Du lietest wie Blitz. Ich kann meine Tischkreissäge nicht kaufen. Wieso willst du denn eine Tischkreissäge? Aber wir brauchen Produkte, Freunde. Seit wann hat all diese teure Sachen, Mann? Tischfußball spielen. Okay, das finde ich mal cool. 33 Euro. Ich brauche mich geil. Du mir jetzt Steine und ich. Oh, Rotweinvielfalt. 33,94 Euro. Ich dachte, all hier gibt es halt ein bisschen Obst, Parmelade und Avocado. Och, Socken. Digga, wieso? Als ob keine Socken. Bei Socken kommt jetzt gar nichts. Oder? Nein, 12 Sekunden noch. Dann nehme ich eine Kinderhandwerks. 9, 9, 8, Startseite angeboten. 7, schnell. 6, 5, 4. Dann heißt die Ehe im Kalender. Nein, bist du bekloppt, Junge? Das sieht man in meinem Kontoauszug dann. Lieferung frei nach Haustür. Oh, das ist aber schön. Aldi macht wegen mir gerade den Jahresumsatz. Habe ich ein kleines Zielspiel für euch und zwar versucht den Daumen nach oben zu treffen. Und gerne auch kostenlos abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ist natürlich kostenlos. Und ich würde sagen, wir sehen uns sehr bald schon wieder im Aldi. Und ciao. Tschüss.